Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Und heute schauen wir auf unseren Mister. Und zwar werden wir hier wieder die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft angucken. Und mal ein bisschen so versuchen reinzulunzeln, was ist denn hier bei deinem Gegenüber alles so los. Ich werde es wieder in drei Teile halten. Das heißt, ihr könnt euch das anschauen, was ihr gerne haben wollt. Ich werde hier mit der Vergangenheit beginnen. Nächster Teil ist dann die gegenwärtige Situation. Und dritter Teil dann eben, was in Zukunft so ansteht. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Bitte nicht vergessen, allgemeines Kollektiv. Ne? Ihr könnt und ihr müsst aber nicht in Resonanz gehen. Oder zieht euch beziehungsweise nur das raus, wo ihr sagt, jopp, das ist stimmig, das ist passend, mit dem kann ich was anfangen. So. Wir beginnen mit Vergangenheit. Schauen wir mal, was hier so los war in der Vergangenheit bei deinem Gegenüber. Da haben wir schon mal das mutige Kapitel. Okay, also es ging in der Vergangenheit schon darum, dass man sagt, okay, man muss irgendwo mal ein gewisses Risiko eingehen. Auch das Thema des Vertrauens haben wir hier. Ja, vielleicht jemanden auch mal Vertrauen schenken, sich auf jemanden verlassen können. Ja, der Weg ins Unbekannte sozusagen. Schauen wir mal, was sich noch alles zeigt, damit wir hier einen Konsens kriegen. Ja, hier haben wir die Karte Auspowern. Hier haben wir natürlich auch wieder das Thema der Ablenkung, ne? Wenn man natürlich irgendwo mal mutig sein sollte. Hier sieht man, das Kapitel wurde sozusagen schon mal aufgeschlagen. Ist irgendwie wieder zugeschlagen. Also hier sieht man, dass sich jemand dennoch trotzdem abgelenkt hat. Also hier konnte man nicht wirklich mit diesen Sachen umgehen, vielleicht auch nicht mit der Ruhe umgehen. Vielleicht ist er auch in die Ruhe katapultiert worden, das kann ja gut möglich sein. Aber man sieht hier in erster Linie, nee, man hatte keine Lust, sich das neue Kapitel hier anzuschauen, ne, erstmal, sondern man hat sich lieber mal wieder abgelenkt. Okay, und was haben wir hier? Die Fantasie. Ja, man ist also in seinem Wunschdenken, in seinen Illusionen sitzen geblieben. So, die haben wir natürlich mit dem Cinderella-Komplex, ne? Das typische, ja, man redet sich halt alles schön. Also das heißt, wir haben also hier in der Vergangenheit eigentlich eine ganz klare Aussage. Es wäre darum gegangen, mal in die Buscheln zu kommen, ja, irgendwas zu machen, mal ein Risiko einzugehen, mutig zu sein. Nee, man hat sich lieber abgelenkt und man ist gerade noch hier so in seinen Wunschdenkereien sitzen geblieben. Man hat sich immer noch alles schön geredet, ne, obwohl es eigentlich schon nicht mehr schön war. Und wir haben hier unterm Deck den Tiefpunkt. Das heißt, ja, hier ist also jemand am Tiefpunkt angelangt, beziehungsweise hat man gemerkt, okay, geht einfach nicht. Man war hier also total auf dem Holzweg unterwegs. Und vielleicht hat er sich auch abgelenkt, jetzt nur nicht durch Sport auch, sondern hier haben wir jemanden, der vielleicht auch gerne trinkt, ne? Dass man auch mit Alkohol hier versucht hat, erstmal sich zu betäuben oder vielleicht auch mit diversen anderen Sachen, je nachdem. Aber man hat sich also so richtig gehen lassen. Ne? Man hat da eben, also hier sehen wir keine Aktivität. Das wäre angeschnitten worden, aber man wollte nicht. So, und hier ist man also jetzt anscheinend ganz unten angekommen. Zumindest in der Vergangenheit war es jetzt so. Wir werden gleich sehen, was die Gegenwart bringt. Ja, nicht so schön. Ne? Hier haben wir das Tränenmeer auch noch drunter, was uns auch zeigt, ja, man hat eine tiefe Traurigkeit bekommen, man hat die Hoffnung verloren, man wusste keinen Ausweg mehr, aber das ist natürlich klar, weil wenn ich hergehe und mir versuche, hier eigentlich das, was mir gezeigt wird, die Wahrheit ist halt nicht mehr schön zu hören, das ist klar, und danach versuche, mich abzulenken und das Ganze auch noch schön zu reden, was soll da anderes bei rumkommen, ne? Ist eigentlich ganz klar, aber gut. Wir haben hier auch noch den Maskenball, typische Situation, man wollte die Maske nicht ablegen, man hat etwas vorgegeben, was man nicht ist. Vielleicht hat er auch hier in der Vergangenheit nach außen so getan, als würde es ihm total gut gehen. Kann man aber mit diesen zwei Karten hier sehr wohl sehen, nee, das war es nicht. Ja, aber da hatte man halt einfach Angst, sein wahres Ich zu zeigen oder vielleicht auch mal zuzugeben, du, mir geht's schlecht, ne? Oder ist es irgendwie alles nicht so pralle. Aber man hat hier eher versucht, ja, seine Fassade hier aufrechtzuhalten. Okay.
klären wir mal ab, die Geschichte hier. Um was wäre es denn hier bei dem mutigen Kapitel eigentlich gegangen? Was hätte er denn tun sollen? Ja, Bewegung, ne? Aktivität, irgendwas tun, mal gucken, nach vorne gehen. Ah, es ging um eine Entscheidung. Ja, das wäre es gewesen. Ne? Das wäre es gewesen. Hier kam also eine Bewegung rein. Er hatte auch Optionen, wie man hier sieht, weil die Wege kündigen immer mindestens zwei Möglichkeiten an. Möglichkeit 1, man kann hier was tun. Möglichkeit 2, man tut nichts. Und er hat sich jetzt für Möglichkeit 2 entschieden. Ja, und hier sehen wir auch mit den Eulen, Stress pur. Da hat ihn, das hat ihn überfordert, das hat ihn gestresst, dass das auf einmal so schnell auf ihn zukam. Ne? Und man sieht ja auch diese Belastung, vielleicht auch hier Einfluss von außen, andere Menschen, die hier noch mitgequakt haben. Aber auf alle Fälle, man sieht hier, es hat ihn belastet, er war überfordert mit dieser Bewegung, die da reinkam. Ne? Und ja, da hätte man halt quasi seine Meinung hier ändern sollen, ne? Aber im Endeffekt, ja, oberflächliche Kommunikation wieder mal, aus Ängsten haben wir wieder rumgeeiert, ne? Hat dann wieder zu Komplikationen geführt, ja, ist halt alles nicht so dolle, wie man hier sieht, und letztendlich hat es ihn einfach hier wieder in seine Sicherheits- und Komfortzone zurückgeschmissen, okay. So, wo habe ich mein anderes Kärtlein hingelegt? Die Lö. Na, jetzt bin ich schon, ich habe es mir doch gerade hergelegt. Okay, also, ihr seht, habe ich auch schon einen an der Latte. Ah, da sind sie doch, siehst du. Ja, ja, die Hitze, ja, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so heiß ist, aber hier hat das Gefühl 40 Grad. Da darf man natürlich schon mal abdrehen hier. So, schauen wir uns nochmal hier auf den Reiter, auf die Bewegung drauf. Da haben wir den Klee und auf die Wege haben wir die Schlange. Ja, jetzt, es war vielleicht zum kurz, das ist so eine, wie habe ich das gerade reinbekommen, so ein kurzzeitiges Aufbäumen, so yay. Nee, na, das ist ja schon wieder viel zu kompliziert und viel zu anstrengend. Nee, also man hat da kurz die Hoffnung gesehen, dass man sagt, naja, eigentlich könnte man und so weiter. Aber nee, doch nicht. Ne? So, das ist hier viel zu anstrengend. Da könnten alte Sachen hochkommen. Nee, das ist mir einfach viel zu anstrengend, viel zu stressig. Das lasse ich lieber. Ne? Da bleibe ich in meiner Gemütlichkeit. Ne? Also man sieht ja hier auch wieder... Das ist halt schon eine Sache, das macht er schon seit Jahrzehnten so oder seit jeher. Ne? Das hat er auch nicht anders kennengelernt. Ja, lieber hier mit den Ängsten und Belastungen zugange sein, als stattdessen, dass man hier etwas klärt, was sich also ständig wiederholt. Nö, da haben wir nicht so Bock drauf. Ne? So, ziehen wir uns noch eine Klärungskarte hier. Ja, kann auch sein, dass ihm das Ganze hier, die Schlange steht ja auch gerne hier für Magen, Darm und so weiter, ne, dass ihm das Ganze auch hier im Endeffekt auf den Magen geschlagen ist. Wir sehen hier auf alle Fälle den Arzt, das heißt, wir haben es hier mit Stress und ja, Aufregung zu tun. Ich hatte ja vorhin gesagt, es kann auch sein, weil wir hier mal die Medikamente und so weiter, ne, hier vorher hat man den Alkohol hier unterm Deck, ne, mit dem Tiefpunkt. Ja, dass es sich halt dann auch vielleicht irgendwas eingeschmissen hat, um diesen ganzen Stress vorzubeugen. Ne? Also, dass er da irgendwas genommen hat. Oder es ist dieses Ablenken einfach von dieser Sache. Ne? Es kam was rein oder kam eine Bewegung, aber man wollte das nicht, sondern das schlägt aufs Gemüt. Ne? Da müsste man ja sich mit diversen Sachen auseinandersetzen. Vielleicht auch hier noch mit einer Frau, die er vielleicht noch am Bändel hat für die Dreierkonstellationen oder das Mutterthema mal anschaut oder sonstige Abhängigkeiten und Verstrickungen. Das hat man hier eher nicht gemacht. So, unterm Deck haben wir das Ritual. Ja, das ist die Bestätigung, dass man sagt, ja, hier wiederholt sich einiges. Ne? Man hat hier eben kein Ergebnis fokussiert, sondern man hat sich hier wieder in die Wiederholung reingesetzt. Warum? Weil man hier einfach sehr strukturiert ist, sehr diszipliniert ist, sehr gefühlskalt. Also
Man hat da einfach auch mit der Logik wieder entschieden. Ne? Das ist eine ganz klare Sache. Man hat wieder mit der Logik entschieden, anstatt dessen, dass man sich hier etwas angeschaut hätte, ne? Das Fernglas, dass man sagt, man schaut sich vielleicht mal die Details an oder ein bisschen genauer, weil dann hätte man das hier sehr schnell lösen können, ne? Oder dann hätte es zumindest mal in manchen Sachen eine Auflösung gegeben. Aber wenn, dann muss es gleich sein. Also wenn ich schon rangehe an die Geschichte, dann muss es sofort aufgelöst werden. Ne? Das ist also schon wieder so mit Druck an die Sache rangehen. Das funktioniert halt auch nicht. Also wenn das funktioniert hätte, ne, dann hätte er das mit Sicherheit alles hintergelassen. Aber das hat es halt nicht. Ne? Und deswegen hat man sich hier wieder verrannt. Ja, okay. Dann schauen wir mal auf das Auspowern hier. Da hat sich schon eine umgedreht. Die Blumen. Ups, nee, das sind zu viele. Ja. Man hat sich halt gedacht, wenn man sich jetzt ablenkt von der ganzen Geschichte und weiterhin in seinem Drödel-di, Drödel-da weitermupfelt, na, dann bekommt man schon wieder irgendwann die Leichtigkeit. Oder es wird dann schon wieder besser werden, so ungefähr. Na, lenke ich mich ja ab. Irgendwann wird sich dieses Thema dann schon auflösen. Eher nicht. Na, also hier haben wir die Routen, die ja auch zu diesem Thema eine gewisse Strittigkeit darstellen. Ja, man war also zerstritten mit der Sache. Siehst du, ja, und dann ist hier schon die Kraft ausgegangen. Das heißt, also, das hat hier vielleicht am Anfang wunderbar funktioniert, ein paar Tage oder sowas, ne? Aber man hat sich halt erhofft, dass sich dadurch alles löst. Es wendet sich alles hier zum Besseren, alles wird leicht. Da hat er sich aber hier geschnitten im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Sondern dann ist ihm im wahrsten Sinne des Wortes auch die Kraft ausgegangen. Also, hier haben wir sehr viel Energielosigkeit liegen. Also, der hat sich halt quasi so ausgepowert, dass er für gar nichts mehr Energie hatte. Ne? Nicht einmal für Kommunikation. Und wenn er irgendwas gesagt hatte, dann ist es wiederholend einfach nur nichts gewesen. Ne? Ohne Spesen nichts gewesen. So. Ja, der feurige Mann, ne? Das wäre eigentlich schon eine geile Karte, ne? Wenn es in die richtige Richtung gehen würde. Also er hat da seine Leidenschaft, sein Temperament und den ganzen Gipfel da wirklich da reingesetzt. Und man hat ja gerade gesehen, das hat echt ins Nix geführt. Also das ist ja klar, ne? Wie ich in der Legung, was fühlt er für dich, schon rausgelegt hatte, der kleine Drückeberger, ne? Dem geht halt schon langsam die Kraft aus, davon zu laufen. Und genau sieht man das hier auch wieder sehr schön in der Vergangenheit. Dieses richtige Auspowern bis zum allerletzten, ne? Und dann sich wundern, wenn man nichts mehr auf die Reihe bekommt. So, wir haben hier unten drunter den Umzug. Das heißt, ja, man wollte halt alles hinter sich lassen. Ja, man wollte ja einiges bereinigen. Nur das Problem ist, man hat da einfach von der falschen Seite hingeschaut, ne? Also er hat sich schon etwas angeschaut. Und zwar angeschaut in dem Sinne, wie komme ich leicht aus dieser Sache raus? Und zwar schnell, ne? Und dadurch haben sich halt diese Sachen hier wiederholt. Also mit Tüchtigkeit war hier nichts, dass man sagt, würdest du vielleicht mal irgendwie, weil auf der einen Seite möchtest du eine feste Partnerschaft oder möchtest da in der Hinsicht was erreichen, und auf der anderen Seite möchtest halt hier nicht in die Bewegung kommen und dir vielleicht mal irgendwie etwas anschauen, ne? Dass du selber erstmal wieder in den Ausgleich kommst oder vielleicht auch mal irgendwo eine Entschuldigung fällig ist. Nö, ne? Weil da müsste man Schmerz überwinden und das ist das Thema. So, dann haben wir hier das Wunschdenken drin. Wir haben ja schon gesehen, dass er sich da wieder in seinen Illusionen verlaufen hat. Ne? Das ist also die klassische Schönrednerei, die wir auch hier schon sehen, mit Ablenkung. Ja, guck mal, ne? Über die Öffentlichkeit. Also er hat sich schon geöffnet, ja. In sein Wunschdenken, in seine Illusionen rein. Da ist nichts passiert, weil er hätte, na, hier sieht man eigentlich ganz klar, da wäre wirklich was nach vorne gegangen, aber das wäre anstrengend gewesen, da hätte man und so weiter und alles, was anstrengend ist und wo ich irgendwo hinschauen will, das war hier gerade nicht das Thema. Das heißt, er hat sich schon versucht zu öffnen, na, aber wie gesagt, er wusste nicht wie, weil, wie gesagt, dann wäre es eben Arbeit gewesen und so ist man halt im Endeffekt auch wieder in seinen
Illusionen liegen geblieben und das hat er auch natürlich nach außen hin so repräsentiert. Also na, hier haben wir den Anker so ungefähr. Ja, nach außen hin bin ich in meiner Verankerung, ich bin in meiner Stabilität, Unsicherheiten kenne ich gar nicht. Ne? Ich weiß schon, wie ich nach vorne gehen muss und so weiter, bla bla blub. Und hier haben wir wieder das kleine Glück, ja, zerlegt wieder durch diese Gedanken, die er sich macht. Ja? Also im Endeffekt, diese Klarheit, die hier hätte erfolgen sollen, die ist nicht passiert. Ja? Ach, ich habe hier die Klärungskarten vergessen. Dödel! Okay, machen wir mal gleich. Ja, die Hitze, ne? Alter Schwede. So. Hier haben wir auf dem Park die Sternchen und auf das Buch das Kreuz. Ja, denn es wäre alles bereitgelegt gewesen, ja? Wirklich bereitgelegt gewesen. Aber da sieht man wieder, dass das Universum natürlich auch nicht in seinem freien Willen eingreift, wenn er noch nicht bereit dazu ist oder es absolut nicht haben will. Okay. Dann ist das erstmal so. Aber man sieht, ne, diese Ungewissheit oder dieses nicht nach vorne gehen können und wie und was und wo, ist halt hier schon eine sehr belastende Sache, wie man sieht. Und letztendlich, ja, vor lauter Bequemlichkeit, ne, sind wir halt wieder in unsere alten Muster hier gefallen. Ja? Also hier gab es keinen Neuanfang, nichts, ne, keine Entwicklung, sondern ist wirklich wieder da reingefallen. Und ja, die Zweifel, die tiefen Zweifel, das ist eigentlich das, wo er wieder festhängt in der ganzen Geschichte, ne? Und es wäre hier eigentlich um einen Ausgleich gegangen. Ja, die feurige Frau und der feurige Mann. Im Endeffekt dasselbe jetzt, ob feuriger Mann oder feurige Frau. Ich sage ja, falsche, also er hat die Energie theoretisch und praktisch wirklich absolut in das Falsche reingesteckt. Ja, also ins Ablenken, ins Illusionäre, man ist dann nicht mehr weitergekommen. Und es kann natürlich sein, ne, dass er dich hier schon ein bisschen beobachtet hat oder geschaut hat, was du machst, aber er wusste halt auch nicht, was er jetzt tun soll. Und du hier als die feurige Frau im Endeffekt schon zeigst, dass du auch dein Temperament und deinen Stolz hast, ne? Und du dich vielleicht auch von dem Ganzen hier ab gewandt hast und gesagt hast, also bevor du das nicht klärst, kommen wir hier aber nicht weiter. Und man sieht ja auch mit dem Bettler die absolute Mangelsituation. Also hier hat es hinten und vorne einfach nicht gepasst. Ne? Dieser Mensch war hier absolut im Mangel, hat auf vieles verzichtet. Ja, Komfortzonen-Ding. Und ich sagte ja, hier wäre es eigentlich um eine Neuausrichtung gegangen, die wir hier eigentlich schon sehr schön haben. Aber der Herr wollte nicht. So, hier ziehen wir auch nochmal die Klärungskarten drauf, auf die Blumen und auf den Baum. Die falschen Vorwände und die falsche Loyalität. Also das ist, wie ich es eigentlich, ich brauche da gar nicht mehr viel erklären. Ne? Man sieht ja, er hat hier einfach einen Vorwand genommen. Es ist die falsche Leichtigkeit gewesen. Man hat Ausreden gefunden, ne? Dieses Schönreden. Und man hat sich dadurch gedacht, ja, man steht da eh für sich ein, weil man macht jetzt einfach genau das, was einem lustig ist. Aber genau das ist eben das Verkehrte. Hier spielt der Fuchs mit. Das heißt, dieses Auspowern, dieses Ablenken, was er da gemeint hat, ja. Hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was er hätte tun sollen. Ja, also das hat nichts mit Ehrlichkeit gegenüber sich selbst zu tun, sondern man hat sich da im Endeffekt selbst beschissen. So könnte man es auch sagen. Ja, er hat halt gedacht. Genau, das ist das Punkt. Er hat halt gedacht. Ne? So, ja. Hier sehen wir also in der Vergangenheit absoluter Tiefpunkt. Ne? Man hat sich wieder verrannt. Es wäre quasi eine Seite aufgegangen oder ein Buch hätte sich geöffnet oder ein neues Kapitel wollte sich öffnen. Aber der Herr hatte null Bock-Einstellung dazu, irgendwas hier zu tun, ne? Weil man sieht Stress und Anstrengen und nö. Da lenke ich mich doch lieber ab. Ne? Mache mir selber hier wieder was vor. Auch in meiner eigenen Treue zu mir selbst mache ich mir was vor. Also, das ist der klassische Selbstbeschiss im Endeffekt. Und ja, dadurch ist man halt hier wieder abgerutscht, ein altes Muster, in Schönrednerei, ne? Und ja, nach außen hin, wie gesagt, dieses, ich weiß schon, wo es hingeht und ich weiß schon, was ich hier genau mache, aber letztendlich ist es hier gelandet, ne? Also hier gelandet und im Tränenmeer gelandet und dann haben wir hier auch noch den Maskenball und hier haben wir auch noch mal die Karte des Versagtseins. Ne? Das zeigt eigentlich auch schon an. Hier sitzt er in der Ecke. Na, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, dass man sagt, ja,
hat man halt wieder volle Kanne vergeigt, na, bereut er wieder einiges, na, hier auch wieder Zigarettenkonsum, Süchte, na, also man hat sich viel betäubt, weil er gemeint hat, dadurch würde sich das Problem lösen, was er hat, oder dadurch würde sich eure Situation so einfach auflösen. Ja, das hat es nicht. Und man sieht jetzt einfach, dass er schon merkt, ja, hat nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Okay. Meine Lieben, das war Teil 1, die Vergangenheit. Jetzt in Teil 2 gucken wir in die gegenwärtige Situation. Schauen wir mal, wie sie aktuell geht. Und ja, wenn du wieder dabei bist, dann freue ich mich natürlich. Und ansonsten hoffe ich, dass ich dir hier Informationen zukommen lassen durfte, die dir irgendwo weiterhelfen oder dir viel Informationen geben konnten. Und ja, dann freue ich mich, wenn du bei einem anderen Orakel wieder dabei bist. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in Teil 2. Also bis gleich. Ciao, ciao.